Ja, von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. Willi, dir lieben Dank für den warmen Empfang und die tollen Worte. Ich hoffe, dass ich das einlösen kann, was du hier an Vorwegnahme da schon alles gebracht hast. Aber auch Ihnen allen, die Sie gekommen sind und statt eines netten Grillabends bei Ihnen zu Hause am Balkon oder Terrasse gesagt haben, ich gehe in die Gemeinde, gucken wir mal an, was da so geboten wird. Ich werde gleich mit der Predigt zum Thema Wachsen in der Nachfolge eine ganze Menge sagen, möchte aber vorweg zwei, drei Sätze zu meiner Person sagen. Nicht, weil ich wichtig bin, das ist unwichtig, aber ich halte es immer für redlich, dass das Gegenüber, in dem Fall Sie, den Zuhörer wissen, mit wem hat man es denn zu tun. Da will ich kurz etwas zu mir sagen, damit man mich so ein bisschen einordnen kann. Ich will immer so fragen, wenn ich gleich so viel schimpfe auf Kirche und sowas halt und so Dinge alles, dass Sie sagen, oh meine Güte, was ist das denn für einer? Also, dass man weiß, der kommt aus der Kirche halt, der gehört dahin. Ja, mein Name ist Olaf Latzel, bin 1967 geboren, bin im Siegerland aufgewachsen, sehr fromme Ecke in Deutschland, ähnlich so wie das Minden-Ravensberger Land, bin da ganz normal zur Schule gegangen, Gymnasium, bin konfirmiert worden, habe mich konfirmieren lassen, obwohl ich gar nicht gläubig war, bin ein Jahr nach der Konfirmation zum lebendigen Glauben gekommen, habe mich auf einer christlichen Freizeit, wo ich hin musste, meine Eltern haben mich da so halb reingezwungen, habe mich da bekehrt. Und dann bin ich sofort eingestiegen in die Nachfolge. Also als ich zu Jesus gefunden hatte, war für mich direkt klar, jetzt musst du missionieren. Ich kam aus der Freizeit wieder, nächsten Tag ging die Schule wieder los und dann habe ich richtig versucht, also meine Mitschüler zum Glauben und so zu bringen. Das ist da ziemlich in die Hose gegangen halt. Aber bin dann auch in die Mitarbeiterschaft eingetreten, CVM, habe Jungscher gemacht und habe dann so nach zwei Jahren ganz klaren Ruf ins Pfarramt gehört. Wollte ich nie machen. Also ihr seid hier ja im ehemaligen Offizierscasino. Das war immer mein Traumwunsch. Ich wollte immer Offizier sein, immer zur Bundeswehr, Waffen, das war so immer mein Ding, habe früher viel im Schützenverein geschossen. Das ist auch heute noch meine ganz große Leidenschaft, bin Jäger, also das ist immer noch ein Faszinosum für mich. Aber der Herr hat gesagt, nicht Offizier werden, nicht Soldat werden, sondern Pfarrer werden. Ich habe mich da lange gesträubt, aber habe das dann auch nach dem Abitur gemacht, habe dann studiert. Die Brüder in den Gemeinden, wo ich war, hatten immer gesagt, auf gar keinen Fall an die Uni gehen, das macht den Glauben kaputt, also Bibelschule, aber ja nicht an die Uni. Aber da habe ich mir mal gedacht, also entweder hält mein Glauben das aus oder nicht. Bin dann an die Uni gegangen und habe dann erleben müssen, wie das wirklich das Stahlgewitter war. Habe da 6,5 Jahre in Marburg Theologie studiert, war danach 2 Jahre beim Jugendamt in Frankfurt. Danach habe ich 2,5 Jahre Vikariat gemacht in der Kurhessischen Landeskirche. Danach war ich 10 Jahre Pfarrer in der Westfälischen Landeskirche, Truppach-Seelbach, ganz vitale Kirchengemeinde halt, wo ich sein durfte. Und da wäre ich auch gerne geblieben, aber dann hat der Herr nach 10 Jahren klaren Ruf gegeben, ab nach Bremen. Bin da jetzt auch in einer tollen Gemeinde, wollte aber nie in die große Stadt und bin jetzt da auch, wie gesagt, seit 10 Jahren in der bremisch-evangelischen Kirche. In meiner Gemeinde ist das so, dass ich 30% meiner Dienste außerhalb tun darf. Deshalb ist das auch möglich, dass ich heute Abend bei euch sein kann. Also unsere Gemeinde legt viel Wert darauf, dass wir auch wirklich anderen Menschen einfach von Jesus erzählen, dass wir sie einladen. Das ist auch einer meiner Leidenschaften. Das mache ich ganz besonders gerne. Es gibt viele Dinge im Pfarramt, die sind nicht so schön, wenn man so den ganzen bürokratischen Krempel machen muss, Kirche renovieren muss und sowas alles. Das ist nicht immer alles vergnügungssteuerpflichtig. Aber so Evangelisation und Mission, das mache ich mit ganzer Leidenschaft, mache ich sehr gerne. Und deshalb bin ich auch hier. Ich bin verheiratet seit fast 20 Jahren und habe eine Tochter, ganz wunderbares Mädchen. Auch im Glauben bin ich sehr dankbar drum, 14 Jahre, die Maja. Und habe einen kleinen Dackel, dem gehört auch meine Liebe halt nicht. Das ist ein ganz kleiner Hund. Und ja, das sind so die wesentlichen Dinge. Wer mehr wissen will, kann mich nachher gerne ansprechen. Aber nur, dass Sie so ein Bild machen können von dem einfach, wer hier vor Ihnen steht.